So, liebe Zuschauer, die es noch werden, nicht wundern. Wir sind hier bei der Division. Derzeit noch schnell alleine, aber die Stahlhaube ist bereits auf dem Weg. Wir schauen uns heute mal diesen Punkt an, Stuff zu rollen, in Anführungszeichen rollen, weil rollen ist es nicht wirklich. Es ist aufwerten, verbessern, verändern, nennen wir es mal so. Man hat hier in seinen Gebieten, was er einfach gucken. Hey Sie, wollen Sie was kaufen? Möglichkeit, nämlich seine Ausrüstung, wenn man dann schon ein Set haben will, entsprechend seinen Wünschen, sage ich mal in Anführungszeichen, anzupacken. Und das werden wir hier gleich versuchen. Wie gesagt, leider bin ich jetzt nicht der Viehspieler, aber was wir hier haben, wir haben Firecrest. Ich wollte das eigentlich. Ist das, hier sehen wir auch noch rechts, was wir hier haben. Ja, ist natürlich 50% Flammenbeschützung, das wir verändern. Könnten aber auch anstelle dessen. Ja, anstelle dessen haben wir gar nicht viel mehr Besseres. Können wir das erstmal lassen. Wir haben auf jeden Fall auch einen Untergrundbehälter, den wir hier öffnen können. Da haben wir doch schon mal einen besseren Harnisch, oder zumindest auch einen Harnisch. Wenn man hält, ist immer ganz gut, Zeichen des Bedatums. Was ich sagen wollte, ist folgendes: Das ist der Firecrest. Sagen wir hier, das ist glaube ich. Sagen wir hält Harnisch. Hat zum Beispiel Kapazität bei Dings, hätte als Versuchsposition. LMG Ignis, sagen wir hält schon ganz gute. Und aktuell haben wir da auch das drauf. Hier würden wir jetzt den anlegen. Hier würden wir die Mods entfernen. Und hier den Mod. Mod anlegen. So, einsamer Held. Da müssen wir mal gucken, ob wir hier vielleicht auch einsamer Held haben. Nicht zeigen, dass wir da was. Hier haben wir Feiert einsamer Held Rucksack haben wir hier. Den könnten wir anlegen, müssten wir aber verbessern. Und zwar in aktuell haben wir hier drauf Mumpeln. Den müssen wir natürlich dann auch auf Mumpeln ändern. Also gehen wir nämlich hier mal hin. So. Wir haben hier Rüstung und da haben wir. Nee, wir brauchen was für einen Lastrucksack. Einsamer Heldrucksack. Und hier wollen wir. Naja, vermutlich. Elektronik wollen wir ändern. Ein Schuss war. So. Da uns der Wert aber noch nicht ausreicht, gucken wir mal, ob wir noch einen größeren Schusswaffenwert hier haben wir auch. Dann gucken wir, ob wir vielleicht 1,4 noch rankriegen. Schusswaffen 1,2 ja, bleibt. Einmal probieren wir noch. So. Schusswaffen. Aktuell noch ganz gut. Gut. Das war's erstmal zur Schusswaffen. Gehen wir hier wieder rein, gucken wir uns unseren aktuellen Rucksack an, gehen auf den Mod, entfernen, gehen auf einsamer Held Rucksack, ansehen.
Mod haben wir hier zum Beispiel noch. Den hängen wir User an. Joined your channel. Deck mal D. Deck mal D. Hilfe selbst. Das fällt auch gar nicht so verkehrt. Explosionsradio ist auch immer gut. So. Ob wir hier noch mehr einsamer Held haben, haben wir nicht. Ja, oh, einsamer Held haben wir sogar schon angelegt. Das ist ja. Wie viele Helle hast du denn davon schon? Freie jetzt aktuell. Hm? Einsamer Held, mal gucken. Da ist übrigens die Stahlhaube online gekommen, wie ihr hier im Stream so sehen könnt. Auch auf dem Bild mit unten drunter, genau, damit du dir das nachher auch nochmal angucken kannst. So. Das heißt, wir haben jetzt drei einsamer Helden. Einsamer Held ist irgendwie ganz gut, weil ich derzeit. Was ist ein LMG? LMG, ist das dicke MG oder ist das leichte Maschinengewehr? Ja. Nee, das dicke. Ah, okay. Schrotflinten. Der ist, ne, leichte, nennt sich leichte Gewehr, heißt das LMG. Ah. Ist aber jetzt mal wie ein M60 oder ja, so. Ja, okay. Na gut, das macht ja nichts, das könnten wir ja noch. Haben wir ja so, ja, glaube ich, bei Schottland haben wir bei immer noch ein bisschen. 159.000 Schaden, 104.000 Schaden. So, Handschuhe haben wir hier. Kopfschüsse mit Handfeuerwaffen richten mehr Schaden an. Plus 1205 Sturmgewehr. Ah, das ist schon fast. Den wir haben, ist schon ganz gut, eigentlich. So, wir hätten hier noch einen Mod, den wir einsetzen können. Wo sieht man denn? Es gibt ja zwei verschiedene. Es gibt die Elektronik-Mods. Ah. Und, also welche zum Beispiel, wo deine Rollmine da besser wird oder so. Und dann gibt es diese anderen Mods, die da die Schusswaffen und so was, weißt du, drauf ist. Oh, ich sehe gerade hier, ich habe zum Beispiel bei beiden Waffen, die ich hier habe, bei allen Waffen sind die Talente so schlecht, dass das dritte Talent gar nicht angezeigt wird. So, ich müsste das also noch bearbeiten hier und rollen, wie man das so schön sagt. Richtig. So, das werden wir mal gleich machen. Und zwar die Shotgun. Wo ist die Frage? Nehmen wir diese normale Shotgun oder nehmen wir so eine Saiga? Ich würde danach gehen, was die für Talente drauf hat. Na, das ist es ja eben. Gerade haben wir hier drauf Talent. Und ob die aufleuchten hell oder nicht, ob sie dunkel aufleuchten. Dunkel die heißt aktuell sind sie dunkel. Dann heißt du, erfüllst da irgendwas nicht, ne? Ja. Ja, wenn die, sag mal, nur eine dunkel drauf hat, das können wir austauschen. Aber wenn da mehrere dunkel drin sind, ja, wie viel gibt es denn hier? Aktuell sehe ich hier angeblich drei Talente, obwohl ich nur zwei hier sehen kann. So, und davon ist eins dunkel auf jeden Fall. Ja, wenn nur eins dunkel ist, dann können wir das umändern. So, das ändern wir mal um. Was haben denn drauf alles? Was leuchtet denn hell? Ja, kann ich dir aktuell gar nicht mehr sagen. So, wir haben bösartig hatten wir das, weil jedenfalls kacke. Also, es geht nicht, weil ich nicht genug Anforderungen bei Elektronik habe. Dann gibt es fähig, Nutzer Handling, er wird verbessert, brutal, Kopfschussschaden, flink, wird schneller nachgeladen, brutal ist geht gut. Nicht, entschlossen geht auch nicht, müssten eigentlich flink nehmen, weil brutal. Ach, das ist das, was er jetzt schon anbietet, ja, aber ja, das ist das, was ich hier schon ausgewürfelt habe. Bösartig geht, wie gesagt, nicht fähig geht, Handling ist jetzt aber nicht boshaft. Flink wäre nachladen besser, 25% schneller, da eine Einzelschuss-Shotgun ist. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, machen wir mal auf. So, dann gucken wir uns mal bei der Ork. Da haben wir Talent fordern, präzise und boshaft. So, und fordern zum Beispiel geht schon wieder gar nicht. Präzise und boshaft. Geht und boshaft geht auch. Das ist schon mal gut, also machst du das andere weg. Es ist nur fordern, was nicht funktioniert. Und hoffst, dass so etwas wie zerstörerisch kommt. Achso. Na, da können wir mal gucken, was er auslöst.
Weil du kannst ja mehrmals würfeln, du musst. Weißt du, aber 15% die halt machen. Rüstungsrüstung. Präpariert. Bei Waffen will er halt immer diese Phoenix-Credits haben. Ne? Nachtragend. Da habe ich 400. Brust zum Beispiel. Ach so, okay. Und bei der Brust bezahlst du halt mit normalen Credits. Zerstörerisch, kompetent. Geht nicht. Vorhanden. Zerstörerisch ist gut, oder? Oder nur zerstörerisch. Oder was hast du noch alles da? Ja. So, haben wir. Dann hätten wir jetzt zum Beispiel noch ein M60. Leichtes Maschinengewehr, das wäre dann natürlich ganz gut. Hast du dir die Namenwaffe gekauft? Was denn für eine Namenwaffe? Na, ihr habt ein schweres MG, das sieht aus wie ein M60, ist eine Waffe mit einem Namen drauf. Wo gibt's denn die? Zum Beispiel oben in der Basis bei diesem komischen Händler. Wie heißt denn der? Ja, damals meine Pistole hatte die damals. Hörst du noch, welche ich meine? Na, wir reisen mal um. Wenn du Treppe hochkommst, nach links. Diese Sonderausstattungsdings da, oder? Damit dauert es leider noch. Oh, ja, bei mir ein Update hier, oder? Ja, das hat er bei mir schon gemacht. Hat schon eine ganze Weile gedauert, ich weiß gar nicht, was das überhaupt. Scheint ein bisschen größer zu sein, ja. Also, das hat nicht mal das Runterladen, das Schlimme war, dass ewige warten, bis das alles. Ich bete für Sie. Ich habe hier einen Teil, das hat einen Ruf. Wir haben einen MP4A4 mit Feuerstoß. 21,5. Kommen Sie zurecht. Weißt du noch, wie besoffen du warst? Du meinst, wie besoffen. Ja, wo stehst du denn jetzt? Na, ich bin jetzt bei den Spezialhändlern da oben. Das ist der rechte, der bloß eh nur sein. Der andere ist ja weg. Da gibt's jetzt. Da gab's diese Woche eigentlich, möchte ich behaupten, die Namenwaffe. Der. Wie heißen die? Gibt's Pakan? Ja, die ist es. Sieht aus wie eine russische Kalaschnikow, nur. Ja, ja, ist so wie ein M60, nur mit Namen. Kennst du die Centurion? Die ist ja ein Suit, bin ich, oder? Und dann gibt's hier eine Scar Age Militärversion mit 357,28 SPS. Das ist aber auch über. Ja, so ein Präzisionsgewehr. Achso, siehst du? Aber sind das Waffen da, die kannst du mit normalen Geld kaufen, kosten weg, was war das? 1,6 Millionen? Die musst du ja wohl haben, oder? Also ich gucke mal, kaufen. Ja, konnte ich kaufen. Weil das ist für normale Geld, ist das gut. Ist ja so eine Waffe, eine Namenwaffe. Und ab morgen ändert sich das ja schon wieder. Morgen gibt es wieder andere Sachen oder heute Abend. Weißt du? Mhm. Aber die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Man kann die zwar oben im Spiel finden irgendwo, aber ist halt Glück, wa? Ja. Dann würde ich eher sagen, nimmst du die? Wo ist das die aus? Die hat schon gute Talente durch drauf, oder? Die hat, glaube ich, schon ganz gute drauf, ja. Der muss dann strollen, kein Geld für ausheben. Da kannst du zwar nicht so viel anlegen, ich glaube, da irgendeine Sache kannst du, eine Farbe kannst du nicht anlegen, weil die golden ist. Oder so. Ja, wir gucken mal gleich, was hier losgeht mit dem Ding. Also die ist für uns, ich hab mir die auch gekauft. Arkan. So. Mod. Oh, die ist tatsächlich golden. Das beste Zeug in der Stadt. Kopfschussschaden, Stabilität, optimale Reichweite. War das denn da mal am besten eine kritische Trefferchance? Präzision, Kopfschussschaden. Bei was denn jetzt? Was hast du? Was willst du anlegen? Bei dem dicken Gewehr jetzt. Ja, was willst du anlegen? Willst du einen Griff anlegen? Was willst du? Nee, na, Schalldämpfer vorne. Ein Schalldämpfer, naja, solltest du. Kopfschussschaden und so drauf haben, kritischen Trefferschaden vielleicht und so was. Weißt du so was? So, Magazin. Auf jeden Fall, man erweitert das immer. Keins mit schnell nachladen, Kack. 10% Magazingröße, wir müssen mal gucken, was der jetzt überhaupt im Angebot hat, der sagt. Diese Preise sind nicht zu schlagen! Ich habe. Hochgeschwindigkeitsmagazin, das hört sich immer schon scheiße. Nee, nee, ja genau, nee. Das kann halt dann schneller nachladen oder so wahrscheinlich oder so. Weißt du? Schießstelle oder so. Brauchst du mal eins mit Erweiterung am besten. Das ist über 100 Schuss noch, also wo 100% draufsteht, irgendwie mindestens 100%. Da
erweitertes Magazin, das ich gerade bei der Ork dran habe. Beste Zeug in der Stadt. Hm. Aber das nehmen wir mal, da wir ja jetzt eh darauf gerüstet sind. So. Dann haben wir hier Kopfschussschaden. Könnten wir vielleicht nochmal. Da müssen wir die Ork trotzdem nochmal anpassen, weil der da jetzt kindert. Sind nicht zu schlagen. So. So, die Parkhahn, so wie es aussieht, hat alle Talente, die die hat. Muss ich mal ganz schnell gucken, was hat die denn? Flink. Für 25% schneller zerstörerisch hat die bereits. Und das ist bösartig gut. Hat die bereits. Ist auch gut, das ist auch gut. Und alles ist hell, ne? Alles ja, ganz alles ja. Ist hell. Also perfekt eigentlich. Meine Ork hat zerstörerisch präzise boshaft. Auch alles hell. Das klingt auch gut. Das klingt auch super. Die Ork war bisher auch eine ganz gute Waffe. So, die Pistole war noch nicht. Die fehlte noch. Da ist ganz weniger. Das heißt, da müssen wir dann nochmal. Hi! Ja. Doch oben machen können wir. Ah, stimmt. Aber geht ja schnell runterladen da, diese Terminal laden und dann ist er leider. Ja. Gerade heute dauert das mit dem Laden, ey, ist ja... Ja, ich hab jetzt wirklich nicht wirklich Zeit zum Spielen noch, sondern ich werde nur ein bisschen mal... Nee, ist okay. ...einzusetzen. So, Pistoli. Checkpillen, da haben wir erbittert und erbittert, glaube ich, geht nicht. Jetzt müssen wir nochmal Talente ausrufen. Intensiv. Toxisch. Kopfschüsse mit dieser haben eine Chance 15% Blindungsbestrahlungseffekt. Räuberisch. 35 Sekunden. Gesundheit. Doch nicht schlecht, oder? Kompetent. Toxisch hört sich auch gar nicht mehr so schlecht an. Intensiv. Entschlossen. Räuberisch mit Gesundheit geht nicht. Auch wirklich geht. Ich bin immer toxisch. Ja, und manche rollen halt so lange, also würfeln so lange aus, bis das kommt, was sie gerne hätten. Ja, okay. Auch wenn eine ganze Geld drauf geht, ist denen egal. Ja, so lange habe ich mich bisher damit nicht beschäftigt. Ja, wir früher auch nicht, da haben wir auch so genommen, wie die Waffe war, bis mir mal erklärt hat, irgendwann mal. Ja. Haben wir das jetzt durch Zufall mit Sigi mal rausgekriegt, dass man das auch ändern kann, ja. Ja. Aber halt sollte man halt immer nur einen, da man nur eins ändern kann, halt, dann müsste das alles andere schon stimmen, weißt du? Ja. Wie gesagt, immer wenn irgendwas nicht gepasst hat, weggeschmissen, weil ich dachte, ach, brauchst du nicht, das passt nicht und da fehlt was. Und jetzt könnte man eigentlich alles ändern. Callum Lynch. Hast du ja schon bei Ubisoft das Spiel geholt, das umsonst Spiel? Was hab ich mir da geholt?
das umsonst Spiel hier, das, das. Ja, die ganze Bündel da, Assassin's Creed. Ja. Genau, unten. Ich hab hier was für Sie. Und? Ja. Was gefällt Ihnen hier? Der Liberator hat er hier. Historian. Historian ist auch nicht verkehrt. Stupsnall, also Rino. Ja, die ist nicht doll, finde ich. Rino ist nicht wirklich Dead Eye. Sie schwört ja auf die. Was war da? Die 93er heißt die. Die so schnell schießt. Ja. Die hat eine Schussrate von 1100 oder so. Schießt immer wie ein Maschinengewehr. Aber halt schlechte Schaden, ne? Aber dafür schnell. Ja. Hey, gibt's irgendwas? Ja, wenn du Waffen durch bist, sag Bescheid, dann machen wir das mit den Masken, also. Und mit den Masken und so alles so. Schoner und so. Na, haben wir ja schon durch. Haben wir schon durch, Rucksack? Ja. Wir hatten jetzt nur die Waffen gemacht. Nee, das andere war ich auch schon, also, angepasst. Ach, passt schon. Aha. Ja, ist ja, damit ich erstmal das Set habe und beim Set dann selber die, entsprechenden Teile so an sich. Ja, wenn man da jetzt hinguckt. Beispielsweise fehlt mir noch eine Maske, eine ordentliche, die jetzt ebenfalls heißen würde, einsamer Held. Die habe ich nicht. Hatte ich wahrscheinlich schon mal gehabt, dann wieder weggehauen. Könnte sein. Wir sind natürlich jetzt bei denen, was ich jetzt angelegt habe, Attribute wie ja, ein Brandwiderstand oder so ein Zeug, was eben okay Mensch oder Talent erfrischt, die Heilung wird 30% erhöht. Also da würde und ich jetzt noch nicht festlegen, sondern würde ich erst erwarten. Die Talente sind Zeug, die Talente haben ja nur die gelben Sachen. Ja. Ja. Und da ist halt wie das kommt. Da kannst du natürlich auch Glück haben, dass du da drauf hast. Ja, ganz vielversprechend. Ansonsten kannst du da auch Sachen ändern. Auch die gelben. Richtig, ja, richtig, ja. Also habe ich eigentlich auch schon gemacht in der Zeit, wie es gekommen ist. So, dass die Waffen. Also jetzt ist eigentlich alles erstmal so weit ausgerüstet, glaube ich, dass man sagen kann. Geht ein bisschen. Ich habe jetzt. Was hast du denn so Schusswaffenschaden bei 6500, Ausdauer bei 4600 und Elektronik bei 3950. Das ist schon ordentlich, ja. Schon ordentlich. Dann hast du, was hast du da bei, wie heißt das? Also bei Ausdauer drüber da, wie heißt das? Zähigkeit? Nee, nicht. Zähigkeit, ja, Zähigkeit. 259.000 oder 259,3337. Was hast du da? 800 oder was? Das weiß ich jetzt ja auch nicht. Ist unterschiedlich, je nach dem Charakter. Weißt du, beim Menschen bin ich halt mehr auf Schusswaffen, beim einen bin ich halt mehr, aber mit dem Schild, weißt du, da bin ich mehr auf Ausdauer gegangen und Rüstung, da ich da ein bisschen überlebe oder so. Weil ich dann mit dem Schild immer nach vorne gehe. Mhm. Ja. Was hat denn zum Beispiel deine Brust jetzt denn? Was hast du da alles drauf? Immer an Schusswaffen oder Ausdauer irgendwas davon meine bestimmt? Was? Meine Brust? Deine Brust. Was ist meine Brust? Achso, hier die hier. Rüstung hier oder was? Also hier, was ist das? Warte mal. Panzerweste meinst du oder was hier? Genau, genau, Panzerweste. Brust. Na, da habe ich jetzt Schuss 442, dann habe ich Heilung ist hauptsächlich mit 1175. Ja, die könnte man noch anpassen. Da halt Rüstung, Wurf, Lebenspunkte bei Tötung und geringere Attribute, Kapazität, Munition. Das ist perfekt. So habe ich es auch. Hier könnte ich, wie gesagt, ich könnte die Heilung noch ein bisschen höher versuchen zu bekommen bei einem, sondern bei dem Dienst, das würde wahrscheinlich noch gehen. Dann nehmen wir mal die Ausdauer. Ja, da kannst du halt so lange würfeln, bis das hohe Ding kommt, weil er schreibt ja hin, bis was möglich ist. Ja. Weißt du? Und dann kannst du halt so lange würfeln, bis du ziemlich nah dran bist an das Höchste. Weißt du? Kann zwar ein bisschen dauern, manche eben auch Millionen für aus, dann, weil es nicht gleich kommt. Weißt du? Manchmal klappt es beim ersten Mal, manchmal halt erst spät, ziemlich lange. Aber das mit dem ist schon mal gut. Also dein Brustpanzer ist schon mal genau das, was du haben sollte. Der hat auch so eine Rüstung von 3000. Schon ganz okay, glaube ich. Mhm. Ausdauer ein bisschen besser geworden.
Ja, und dann kannst du ja da zum Beispiel auch Mods drauf machen. Genau. Sagen wir zum Beispiel einer mit Schusswaffen und der hat dann halt noch Rüstung bei. Kriegst du deine deine Ausdauer auch noch höher, weißt du, deine Zähigkeit. Ja. Schusswaffen kriegst du dadurch höher. Oder nimmst du Elektronik oder Ausdauer, je nachdem, was du brauchst. Ja, kannst eben natürlich hier auch würfeln jetzt wie ein Weltmeister. Richtig, richtig. Ausdauer, nee, ist ja schlechter. Hm. Ja. Aber wie gesagt, manche die würfeln so lange, bis der Tor-Ding kommt, was sie wirklich haben wollten und dann geben sie dafür Millionen aus. Ja. Aber man hat ja doch, wie gesagt, ich habe ja auf manchen Charakter ja über 20 Millionen und dann spielt der keine Rolle. Ja. Jetzt erst die Gigabyte runter, 2,7 Gigabyte sind das. Eben war die Vorbereitung von der Festplatte, jetzt sagt er mir... Genau, das hat ewig gedauert, die Vorbereitung. Ja, jetzt sagt er mir 7 Minuten zum Runterladen. Da muss er noch installieren, oder ist das schon drin? Dann ist schon wirklich schon fertig. Aber er probiert ja jetzt ein taktischer Schoner, wie gesagt, da lohnt sich noch nie wirklich was. Ja, beim Schoner, da solltest du Rüstung drauf haben. Als Schutzwaffen auch besser machen, auf jeden Fall. Rüstung ist 1220. Ja, also Rüstung solltest du drauf haben und gegnerischen Rüstungsschaden. Ja, aber ist jetzt kein Jutta-Schoner, also ich hab kein Grün, das ist einfach nur Gold. Das spielt keine Rolle. Kannst du beim Gelben auch machen. Ist also sogar billiger beim Gelben. Ich erwarte, dass ich den Dings abkriege. Weißt du? Ist beim Gelben sogar billiger als beim. Achso. Kannst ja trotzdem den gelben so lange optimieren, bis du dann irgendwann mit passender Grüne hast, was du brauchst. Ja. Weißt du? Die musst du ja nicht mit einem schlechten gelben mehr rennen. Also ich hab glaube ich mal drauf, wie gesagt, Rüstung. Dann gegnerischen Rüstungsschaden. Versuche ich mal fast das Maximale zu kriegen und dann noch dazu noch extra Tötungs-EP. Mhm. Hab ich drauf. Was ich dir noch empfehlen kann, ist ja dein Frontline-Set. Solltest du versuchen, das zu kriegen irgendwann mal. Na gut, ja, das habe ich jetzt nicht. Dass das mit dem Schild war, wenn das was für dich ist. Ja, nee, Schild ist eigentlich jetzt. Nee, Schild und MP? So geil. Thank you.
Na, da haben wir uns doch ausgestattet. Ich habe hier etwas, das Sie interessieren könnte. Sie wollen's, ich hab's. Ich habe Ihnen einen fairen Preis gemacht. So, dann haben wir das nächste Mal auf jeden Fall bereit. Uns hier synchronisiert. Synchronisiert dann an. Verbessert auf jeden Fall. Machst du nächstes Mal alle fertig. Genau. Gucken mal. Wa? Im Alleingang. Brauchst mich denn ja nicht mehr. Nee. So, von daher, allen, die zugeschaut haben oder noch zuschauen werden, Dankeschön fürs Gucken. Wir hoffen, ich konnte ein bisschen was lernen, ich bin selber hier nicht FC-Speak, aber so ein bisschen kann man sich damit auf jeden Fall sein Equipment verbessern. Stehen hier auch alle wie die Kaputten da und üben und machen was tun. Von daher, kauft euch Parkern, am besten auch heute. Na, ja, und morgen gibt's die nicht mehr. Genau. Der Pfeil wird anders schön nicht. Rotblinden und allen möglichen anderen Stuff, am besten auch weiße Waffen, die ihr hier bringt. Macht euch immer mehr Spaß dabei. Und auch vergeht man sich hier auch. Jetzt ist Sache, Agent. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Euer. Tschüss.